Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Heute werden wir von diesem Dude hier, von der Knutschkugel, einen 100-prozentigen machen. Alter Schwede, guck, da kommt das Essen. Yay. Töte sie bitte nicht. Tu's nicht. Sie kommt zurück. Ich habe sie abgefangen. So, ihr könnt nämlich direkt gleich wieder los. Und zwar, wir gucken erstmal, was haben wir denn hier so Schönes. Ja, hier. Achso, ich dachte, ich hätte... Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon noch nicht die 60% davon. Egal. Komm. Gib mir den. Gib mir den. Gehen wir weiter darauf. Ich habe nämlich viel zu viel Geld. Wie ist das überhaupt möglich, dass ich so viel Geld habe, wenn ich die ganze Zeit Geld ausgebe? Kann man überhaupt hier bankrott gehen? Also derjenige, der hier bankrott geht, den will ich sehen, ey. So, wir haben ein Gehege. Komm, scheiß drauf, machen wir. Wir ziehen jetzt alles hier durch. Wir machen das perfekt. Stromzäune. Kann er wenigstens nicht ausbrechen. Und wir kriegen mehr Sicherheit. Wobei ich echt den Rest noch irgendwie hochkriegen muss. Oh. Willst du etwa die Ziege fressen? Du bist doch überhaupt gar nicht hungrig. Das ist eine Verschwendung von Lebensmitteln. Tu es nicht! Einfach nur aus Spaß an der Freude. Bist du ein Arschloch. Sag mal, entwickelst du dich? Du siehst irgendwie anders aus. Typ großer Fleischfresser, Appetit 93. Naja, du bist auf jeden Fall eine sehr gute Attraktion. Ich finde es gut, dass die Leute da halt im Regen stehen können und nicht nass werden. Wieso habt ihr eigentlich überhaupt keine Regenschirme? Das ist doch... Das ist doch verrückt. Oh, kann ich einen Besucher angucken? Ich kann nicht mal Besucher angucken. Ne, Leute, da müsst ihr aber noch ein bisschen am Spiel rumwerkeln. Die Besucher will man doch schon angucken. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kriege ich jetzt irgendwie mal Gewinn? Hallo, Verwaltung einkaufen? Kann da irgendjemand mal irgendwie... Hä? Hallo? Kannst du dich speichern? Ist das Gebäude kaputt? Es! Es ist doch auf Getränke. Ah, ich verstehe es nicht. Wieso mache ich hier so viel Verluste? Das macht doch bestimmt durstig im Regen, den Dinosaurier beim Essen zuzugucken. Oh, da ist er ganz friedlich. Und du kriegst jetzt einen Bro. Da kommen sie nämlich schon zurück. Denn heute werden wir die 100% unseres Raubsauriers hinkriegen. Und wir haben sowieso nur noch einen. Na gut. Komm. Gib mir die letzten Prozent unseres Ceratosaurus. Ich weiß nicht wieso, aber ich will jedes Mal Carnosaurus sagen. Aber der hat, glaube ich, kein Horn, oder? Nee. Ich glaube, der Carnosaurus hat... Obwohl, der hat ein Horn. Aber der Carnosaurus hat den auf der Stirn, glaube ich, ne? Ich glaube, den hat er auf der Stirn. Ich meine, ich spiele Ark. Ich weiß so etwas. So... Gut, Standort erschöpft. Ja, ist ja auch kein Wunder. Katze, hör auf mich anzumiauen. Miau, miau Frauchen an. Die hat's verdient. Triceratops. Ah, da kriegen wir wahrscheinlich beides, ne? Das heißt, wenn ich hierauf gehe, kriege ich doch bestimmt alle drei. Flieg los! Mach mich glücklich. Und jetzt? Halt, die eine wollte doch einen 100-prozentigen Saurier. Habe ich doch jetzt. Ja, 100%. Was kann ich jetzt an dem ändern? Ach, den Rest kann ich ändern. Ah, ach so, das ist... Ah, 50% kann ich das ändern, 75% das und 90% das. Wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier so Schönes? Machen wir den mal richtig teuer. Wir haben ja Geld ohne Ende, ne? Ich meine, Verteidigung ist schön und gut. Lebenserwartung 72. Wir nehmen Angriffe und 80. Ja, das macht ihn aber schwächer. Das macht ihn auch schwächer. Okay, wir werden ihm erstmal die erhöhte Lebenserwartung geben. Farbe können wir ja nicht, ne, weil er zu blöd ist, um eine Farbe anzunehmen. Nehmen wir erstmal die Lebenserwartung. So. Was haben wir hier noch so Schönes?
Härte der Zähne. Das macht ihn vom Angriff her stärker. Aber die Bewertung, doch, die Bewertung geht hoch. Oh, hier, nehmen wir den. So, wir machen uns jetzt nämlich einen ultimativen Supersaurier. Verteidigung und die Bewertung geht hoch. Da ist sie aber am höchsten. Plus die Verteidigung. Komm. Was ist das? Der Angriff, Freunde. Wir nehmen das Nonplusultra selbstverständlich. Zack. So. Unser Supersaurier. Wir erstellen ihn jetzt. So, Bewertung. Perfekt. Sehr schön. Ausbrüten für 770.000. Jetzt schlägt es fehl. Das wäre das Beste immer noch, dass es einfach viel schlägt. Naja. Ich frage mich, wenn unser Fleischfresser ein Dino frisst mit einer guten Bewertung, kriegt er dann eine bessere Bewertung? Müssen wir gucken. Wo ist er denn jetzt? Ach, der läuft mir jedes Mal weg. Ich meine, der hat ja, guckt euch seine Bewertung an. Kampfverrufenheit. Maßschneidern sie Genome nach bestimmten Merkmalen und Eigenschaften, um höhere Modifikationsbewertungen zu erhalten. Gewinnen sie Kämpfe um die Kampfverrufenheit eines Dinosauriers um die Hälfte. Das war echt gute Arbeit. Ja, danke, du mich auch. Um die Hälfte ohne der. Außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen. Halt's Maul! Würde hier nichts funktionieren. Lass mich doch lesen. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanzeros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Fröhlichen Keks. Also. Gewinnen Sie Kämpfe um die Kampfverrufenheit eines Dinosauriers, um die Hälfte der Bewertung des Verlierers zu steigern. Um die Hälfte der Bewertung des Verlierers. Das heißt, wenn ich mit einem 5-Sterne-Typen gegen einen 1-Sterne-Typen gewinne, dann kriegt der 1-Sterne-Typ Sterne. Fürsorgestrafe. Kümmern Sie sich um Dinosaurier-Statusprobleme, um die Fürsorgestrafe zu verbessern. Ja, ich sehe schon. Aber wie kann ich sie zwingen zu kämpfen? Das muss später noch möglich sein. Später muss es noch Gebäude geben, wo dies möglich ist. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Erzielen Sie... aber ich... Ich hab die Quest doch schon. Erreichen Sie Gewinn pro Minute? Erreichen Sie Einnahmen pro Minute? Ah. Es ist natürlich ein Unterschied. Irgendwie. Naja. So, neues Gebäude verfügbar. Neue Zäune. Ich könnte sie direkt austauschen. Oder es geht einfach nicht. Ah, dafür brauchen sie Elektrizität. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Brichst du jetzt aus? Du brichst jetzt nicht aus, oder? Gott, was macht der? Streift umher. Es sieht so aus, als würde er da gleich rüberspringen. Tu es nicht, Bro. Tu es einfach nicht. Hier, ich gebe dir auch einen Freund. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Stimmt, Sie das hier haben wir noch nicht. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Das heißt, es gibt wirklich noch Gebäude, die man entwickeln muss. Okay, die Gäste kommen in ihren Park, um prähistorische Leben zu bewundern. Wenn die Gäste ihre Dinosaurier sehen können, erhöht sich ihre Anlagenbewertung. Nutzen Sie eine Kombination aus Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, Einschienenbahnen und Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Oh, okay. Spring nicht, Freund. Da ist die Ziege. Schnapp sie dir. Sie läuft genau auf dich zu. Gutes Ablenkungsmanöver, Ziege. Gutes Ablenkungsmanöver. Bist eine gute Ziege. So. Jetzt auch gleich fertig. Und dann können wir direkt loslegen. Oh, ich würde ehrlich gesagt die Grabungsteams irgendwie gerne verstärken.
Gehege, Gebäude-Upgrades, Forschungszentrum kriege ich nicht hin, Expedition. Weißt du, genau die beiden Sachen, die ich möchte, die kriege ich nicht. Isla Muerta. Leck mich, ganz ehrlich. Hier, komm. Gib mir mehr Geld. Dann schicke ich die halt los. Hier, komm. Oh, mein Dino kann freigelassen werden. Der hundertprozentige Dino. Mit Kombination. Schöpfung. Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Matanceros erhalten. Haha. Hi, Ferdina. Ich weiß nicht, wie Sie es tun, aber Sie haben es getan. Gut gemacht. 80.000. Nice. So. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Also entweder geht die Geborgenheit runter oder die versuchen also, sich zu töten, wenn das Soziale zu hoch ist. Hey, das war nicht deine Ziege, Dude. Immun, Fahnenvergiftung. Ah, komplette Sterne. So, wir lassen erstmal die beiden hier schön in Ruhe. Ich glaube, das Soziale und der Bestand kommt vielleicht sogar darauf an, wie groß das Gehege ist. Ich weiß es nicht, das werden wir erst wahrscheinlich in der nächsten Welt erfahren. Naja, ich hätte gerne noch einen Fleischfresser. Haben wir jetzt eigentlich noch einen anderen Pflanzenfresser hier zur Verfügung? Ja, der Triceratops. Genomenanteil von 50% erforderlich. Okay, ja, das kriegen wir ja gleich hin. Das ist ja gar kein Problem. Ja, ich muss sagen, das läuft hier richtig gut, ne? Wir sind hier am Erforschen, dies und das. Wir sollten noch eine Beobachtungsgalerie aufbauen. So. Zwar genau hier. Und dann noch eine. Ja, wieso willst du... Nein! Das willst du mich verarschen? Guck genau. In die andere Richtung. Ja, wir müssen erst mal warten, bis das fertig ist. Sonst wissen wir nicht, wie wir gucken. Können wir nämlich von allen Richtungen gucken, ne? Machen hier so einen runden Weg drumherum. Und dann können wir hier noch Einzelheiten beim Park aufstellen. Das ist auch eine gute Idee. Was haben wir denn hier? Fossilien. Triceratops kriegen wir jetzt auf 50%. Können wir dann versuchen herzustellen. Datenbank Dinosaurier. Wir haben neu die Ente. Und ja. Sollte ich noch Namen vergeben? Was haben wir denn hier noch für Namensvorschläge? Okay, Deadline möchte, dass einer Fischi heißt. Wieso auch nicht? Nugget haben wir jetzt. Raptor haben wir noch nicht. T-Rex haben wir noch nicht. Ach, Deadline möchte jetzt einen Jürgen haben. Gut, Deadline, du kriegst einen Jürgen. Hier. Wir machen große Fortschritte. Du kriegst den perfekten. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Der ist ja schon auf 100%. WTF. Das kommt viel zu spät und ich kann auf meinen Dino nicht zugreifen. So, Jürgen. Jürgen. Bitteschön. Oh, was zum... Wo ist das Tote hier? Wieso bist du tot? An Altersschwäche gestorben. Das finde ich nicht so nice. Ja. Wird er irgendwann abgeholt?
Ich hoffe doch. Gut, wir brauchen Strom und wir brauchen Wege und ich muss die Bäume wegmachen. Die kriegen mich so auf. Kann ich die irgendwie wegmachen? Gut, dann nicht. Dann machen wir hier nämlich einen Weg hin. So. Weil man keine Kurven machen kann, ist das echt kacke. So, das dazu. Jetzt bauen wir noch so ein Ding ins Kirchen, sonst hast du ja noch keinen Strom. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. So. Müsste ja reichen, wenn wir das irgendwie so hinkriegen, ne? So, gehen wir hier. Ach, ich kann nicht durch das Gehege gehen, das wäre zu hässlich. Verdammt, ich muss in die andere Richtung gehen. Kacke. Da können wir dann direkt hier drauf zugreifen. Ich brauche Strom und. Weißt du was, ich baue hier. Soll ich hier ein kleines. Ich kann hier doch kein Kraftwerk hinbauen. Ist doch Kacke, oder? Nee, das wäre Kacke. Ich habe hier echt ein kleines Kraftwerkproblem, ne? Ich glaube nicht, dass der hier nämlich genug Strom produzieren kann. Obwohl die ja verbunden sind. Ja, wir werden sehen. Aber ich muss tatsächlich zuerst das Ding. Nein! Das Ding hier aufbauen. Und einfach schätzen, jetzt dreh dich um, verdammt. Spiel, du machst es mir echt schwer. Es müsste eigentlich so den Großraum abdecken, ne? So, Strom. Ich hoffe, das reicht. Ja, cool. So, dann bauen wir noch einen Weg. So. Das mit dem Strom sieht echt hässlich aus, ne? Beim nächsten Mal muss ich das alles ein bisschen, ja, umdenken. Vielleicht baue ich auch später um. Mal gucken. Wie, du hast keinen Strom. Nein, kein Strom. Was du nicht sagst. Das hat nicht gereicht. Passt schon. Das nächste Mal ein bisschen hübscher und ein bisschen intelligenter, dann passt das. Ja, cool. Dann machen wir einfach zwei Gehege. Genau, zwei Gehege nebeneinander. Und gucken, ob die einen dann rüberspringen. Das wäre es doch. Ja, guck mal, wie schön voll das ist. Ja. Ich verdiene Geld ohne Ende. Alter. So. Wir müssen als nächstes. Ich dachte, den habe ich freigeschaltet. Nächste Freischaltung, achso. Nächste Freischaltung, extra. Extraktionstempo. Zähigkeit der Haut. Abgeschlossen. Achso, für Isla Matanceros haben wir hier das schon abgeschlossen. Ich kann hier natürlich noch weiterbauen. Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen und neue Mission prähistorisches Leben. Müssen wir das auf jeden Fall zuerst zu Ende machen, ne? Ich sehe schon. Ich kann aber zwischenzeitlich neue Quests annehmen, soweit ich weiß, ne? Wo war das nochmal? Aufträge. Neuen Auftrag anfordern. Für den Sicherheitstypen. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Zwei Sau. Nee. Ich will gerade keine Saurier. Oh, leck mich doch. Ich will gerade keine Saurier schlüpfen lassen. Wobei der Triceratops später vielleicht. So, machen wir hier weiter. Go, go, Power Rangers, los!
Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Bauen, verbinden und mit Strom versorgen. Schutzraum. Wir sollten uns intelligent erweitern und eine Welt erschaffen, die auf die Bedürfnisse der Dinosaurier zugeschnitten ist. Hab ich sowas schon? Nee, hab ich nicht. Deswegen wurden die Leichen auch nicht abgeholt. Und sind verwest. Aber ich habe doch nicht so viel Platz hier. Komm, bauen wir den einfach mal so hin. Hat hier nämlich noch Platz für ein Gebäude. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Willst du mir damit sagen, dass ich sie rauslassen soll? Ich fühle mich da nicht so gut. Warte. Muss kurz speichern. Dinosaurierbedrohung. Gefahr für die Gäste. Ist das der Starke? Das ist der Jürgen, der Starke. Oh mein Gott. Ja, komm, lauf raus. Wir wollen es alle sehen. Lauf raus. Komm, ich habe gespeichert. Das ist mir scheißegal. Beide gehen jetzt raus. Ja, los, wir verfolgen mal den Jürgen. Sie sind draußen. Da laufen sie. Guckt euch mal die an. Was ist mit euch los? Oh. So, kann man auch seine Essensprobleme lösen? Wird er gar nichts gesagt? Kriegst du bessere Sterne? Das ist ein Freizeitpark, Freunde. Hier sind alle frei. Wie halte ich die jetzt auf? Kann ich jetzt... Ranger-Station, Team 1. Fahrzeug lenken. Ist nur einer ist die Bedrohung? Ist der andere zurückgelaufen oder hat er einfach nur keinen Hunger mehr? Da laufen sie alle. Wir holen das Betäubungsgewehr raus. Oh! Dinosaurier nicht krank. Weißt du? Du bist hier so ein fetter Ranger mitten im Dinosaurierpark und man sagt dir, hey, das ist ein Betäubungsgewehr. Nutze es, um Dinos zu betäuben. Und was passiert, dann kriegst du die Info, ja, Dino ist nicht krank. Und dann hängst du da und freust dich. Ja, wie fange ich ihn jetzt ein? Wie fängt man den jetzt ein? Aufgabe hinzufügen? Upgrades? Oh, Skin wechseln. Cool. Aufgabe hinzufügen? Ah, okay. Okay, pass auf. Das machen wir selber. Helikopter fliegen. Go! Wie lenkt man? Ich weiß es nicht.
So, wir haben Absinken, Betäubungsgewehr R. Okay. Aha. Produkt ausgeschaltet. Er schießt ihn. Okay. Aber du bist jetzt nicht tot, oder? Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Okay. Nur wie? Wie mache ich das? Transportteam, ah. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Des Produkts, Freunde. Das ist doch kein Produkt. So, ich weiß, wir haben noch einen zweiten. Aber keine Ahnung, wo er gerade ist. Alter. Okay. Transportiert Jürgen. So, okay. Dann fliegen wir los und holen uns jetzt den zweiten noch. Ich lasse den Speicherstand. Ist mir doch Wumpe. So, okay. Hä? Das ist aber kacke. Ich sehe den Typen nicht. Ja, sorry Leute, ich sehe ihn nicht. Ah. Nein, du wirst ihn nicht fressen. Ups, ich hab verfehlt. Gut, hast du Pech. Nein! Friss ihn nicht! Ich muss dich doch zähmen! Oh Gott, ich bin scheiße im Treffen. Oh. Ja, leise. Leise. Ich dachte auch, ich hatte eben gerade das Gefühl, dass ich runterfalle. So. Transportteam. Produkt muss eingesammelt werden. Das heißt, ich kann tatsächlich ein Dino von einem Gehege zum anderen machen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch den Günther nehmen und ihn rüber zu Jürgen bringen. Oh, ich kann eine Fighting Arena machen, Freunde. Ich kann eine Fighting Arena machen. Oh mein Gott. Ich mache eine geile Fighting Arena. Ich meine, ich muss sie vorher betäuben und alles. Ja. Aber Fighting Arena. Irgendwann reiße ich hier einfach alles ab und baue es neu auf. So wie ich es möchte. Und dann baue ich mir einen richtig schönen Park. Das wird schön. Produkttransport wird durchgeführt. So, wie geht's dir denn, Jürgen? Er frisst. Hast du noch nicht genug gefressen, ja? So, wie sieht's denn aus? Alter 9, Lebenserwartung 80. Cool. Angriffsgene, aha. Wo ist... Da will ich doch hin, oder? Ist das das, was ich wollte? Wo steht, wie viele Menschen du gefressen hast? Hä? Ah, da. Menschen getötet 5. Geht. Anzahl an Betäubung 1. Ich glaube, dass das jetzt auch seine Lebenserwartung senken lässt. Ziegen getötet 2. 5 Menschen. Oh, Jürgen. Not bad. Guck mal. Da kommt die Knutschkugel. Wenn euer Saurier stirbt, könnt ihr natürlich euch ihn einfach neu nehmen. Also keine Sorge. So, wo war das jetzt nochmal? Da. Menschen getötet 3. Ach, das geht ja noch. Dinosaurier getötet 1. Ja, cool. Das heißt, wenn ich irgendeinen Dino nicht haben möchte oder er kurz vorm Krepieren ist, dann schicke ich ihn rüber. Wie geht's euch denn heute so? Alter 54, Lebenserwartung. Krankheit eingedämmt. Oh. Ah, cool. Okay. Ranger-Team, würdest du bitte
Aufgabe erhalten. Dankeschön. So. Dann möchte ich gerne den Helikopter in Aufgabe hinzufügen und den hier betäuben. Weil der wird gleich gefressen, weil er schon alt ist. So, wie sieht's hier aus? Alter 55, Lebenserwartung 40. Hm. Aber dir geht's ja wenigstens noch. Hör auf zu brüllen, was ist mit dir los? Alter 29, Lebenserwartung 50. Hm. Sind auch alle fast tot. Jetzt heil ihn, los. Gut, der ist gerade am Heilen. Dann würde ich sagen, Transportteam, ich möchte bitte, dass du den hier darüber bringst. Nicht, dass gleich die Krankheit weitergeht. Verdammt, ich hätte warten sollen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Ja, die können die nicht heilen. Ah, egal. Wenn wir gleich unseren Fleischfresser heilen. Passt schon. Komm, das gucken wir uns auch mit an in der heutigen Folge. Die fahren ihm jetzt hinterher wahrscheinlich. Im Park gibt es keine Erkältung. Ach so, cool. Die haben ihn in der Luft getroffen. Auch nicht schlecht. Produkt wird transportiert. So, wir haben ja neue Fossilien. So, und dann werden wir natürlich versuchen, den mal auszubrüten. Und dann noch einen zweiten, wo wir den sein Genom modifizieren und die Farbe hoffentlich ändern. Ja, nice. Alpinmuster ist neu, ne? Alpinmuster ist neu. Gut, dann nehmen wir das Alpinmuster und dann brüten wir ihn aus. Und jetzt darf ich den Moment nicht verpassen. Was? Mein Rat, nehmen Sie den Auftrag an. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch nach Horseshoe Canyon. Okay. Kann ich machen. Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Weil du der Böse bist. Was soll ich wissen, wo das ist? Lurana-Formation? Lance? Hell Creek? Free hast du nicht gesehen? Dinosaurierpark? Horseshoe Canyon, da, okay. Ja, da hast du deinen Willen. Das finde ich cool. Ich kann einfach die Pflanzenfresser, die zu alt sind, darüber schicken und mich dann Keks freuen. Oh, ich kriege eine Nachricht. Was ist los, Baxi? Was willst du schon wieder? Achso. Wie er da schon hochguckt. Er denkt sich, Produkt transportiert. Lecker. Gut, Freunde, wie das Ganze ausgeht mit den SDR-003 und unserem Jürgen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber weißt du was, den lassen wir noch frei. So, da haben wir nämlich die verschiedenen Farben, zeige ich euch noch ganz kurz. Das ist Nummer Uno, der ohne Farbe. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer sie damit betraut hat. Anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Wie du den Kleinen einfach Ruhe lassen?
Okay. Übrigens, Jürgen, wenn du möchtest, beziehungsweise Deadline, wenn du möchtest, dass dein Jürgen mal gegen einen Triceratops kämpft, kannst du das gerne machen. Dann schicke ich den einfach rüber und dann guck mal, was passiert. Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. So, das ist der Farbige. Der sieht jetzt nicht großartig anders aus. Er ist ein bisschen befleckt, ja, aber das war's ja schon. Befleckt, befleckt, befleckt. Oh, ich habe eine Leiche zu verzeichnen. Cool. Ja, dann Transportteam. Leiche. Sammle Produkt ein. Produkt. Ich finde es immer noch faszinierend, wie sie Produkt sagen. Gut. Wir haben jetzt hier mehrere Triceratopse. Und wir haben hier immer noch Essen, das auch noch ausreichend ist. Cool, finde ich gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Sus.